Vielen Dank. Wir haben 1992 einen Song geschrieben, da ging es gerade überall um AIDS. Und wir wollten einen Song schreiben, haben wir auch gemacht. Wir haben den Song wahnsinnig gerne gemocht und haben ihn als Single veröffentlicht. Und er ist gnadenlos gescheitert beim deutschen Radio. Da haben wir uns keine Sorgen mehr gemacht. Im nächsten Jahr sind wir nach Amerika geflogen für unsere erste Tour, unser erstes amerikanisches Album. Wir sind gelandet auf dem Flughafen und stand eine Limo und dann sind wir eingestiegen. Die war für uns dahingestellt worden. Und da lief dieser Song im Radio für ihn in der Anlage und wir haben ihm gesagt, dem Fahrer, Mensch, kannst du ausmachen, kennen wir schon den Song, brauchst du dir extra für uns laufen lassen. Und er sagte, das tut er nicht, ihr seid Hörer Nummer 1 mit dem Lied. Das war da speziell, weil in Deutschland fand man den Text komisch, in Amerika fand man den Text super. Und jetzt haben wir 2020 und das ganz Komische ist, dass ein Lied, was 1973 geschrieben wurde, heute, an diesem Tag, in diesem Jahr, aktueller ist, als es jemals war. Hier kommt Every Generation Got Its Own Disease. Please.
Dankeschön!